So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. Das letzte Mal haben wir uns mit den Powerbomben ein wenig durch die Festung gebombt und haben so das ein oder andere Powerbomben-Upgrade auch geholt. Aha. In dem Raum war ich noch nicht. Das sind einfach nur Dinger. Okay, wahrscheinlich brauche ich die, um da hochzukommen. Aber interessieren würde es mich schon, was da unten ist. Außerdem Block, den ich jetzt nicht mehr sehe. Ah, da. Haben wir uns einen Powerbomben-Container geholt. Ups, war da eine Schiene oder war es Algen? Das waren Algen. Haben uns ein paar Powerbomben-Container geholt. Haben jetzt derzeit an der Zahl 4 Stück. Eine verbrate ich direkt wieder. Und dann sind wir hier. Schön. Und jetzt? Lass mich raten, du bist aus Dentium. Nö. Was? Warte. Antriebseinheit außer Bombenmulde im Standbild ermittelt. Bombenmulde muss mit Energie versorgt werden. Ja, aber wo? Ist die vielleicht oben? Ja. Das ist schön, dass die jetzt... Also... Hübsch. Ich gehe wieder zurück. Nutz los! Jetzt bin ich im Wasser. Na toll. Okay, aber ich sehe, das ist einfach nur... Danke. Und wieder hoch. Dann war der ganze Weg jetzt für die Katz. Naja, für die Katz jetzt nicht, aber... Nö, also... Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber... Bin jetzt den ganzen Weg für die Arschkarte gelaufen. Mann. Na naja, gut. Gehen wir wieder zurück. Ich habe auf dem Weg immerhin... einen Powerbomben-Container gekriegt. Wollt ihr mich durchlassen? Ihr wollt mich nicht durchlassen, wenn ich euch nicht kaputt mache. Ist egal, dann gehe ich einfach durch. So. Hier komme ich ja wieder nicht nach unten. Irgendwie muss man doch... Ach so, ja, Echo-Tor. Ja, stimmt. Da war ja was. Also hier geht's später weiter, wenn ich ein neues Visier habe. Und du bist mir jetzt egal. Das ist mir jetzt völlig Wumpe, was du da kannst und was du da nicht kannst. Ey, lass mich durch. Dann gehen wir nämlich auf der anderen Seite weiter. Und sehen mal, wie weit wir hier mit unseren Powerbomben kommen. Bums. Hat mich trotzdem noch getroffen. Und... Bums. Oh, hi. Na, was fit? Moment. War ich hier schon in dem... Ja, war ich. Da komme ich von da drüben aus rein. Ach so, das war der... Ach, das war der Raum mit dem... das war der Raum mit dem Spider-Ball-Wächter. Da könnte ich theoretisch nochmal hin. Denn da war auch noch eine Powerbombentür. Das... Ich glaube, das mache ich mal. Zack, jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich da reinkam. Oh, hi. Ah, hier war die Schiene. Gut. Dann einmal aufwärts. Zup, 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 zup. Ja genau, hier unten kann ich dann auch noch weiter. Ach komm, unten meine ich da. Mann, was... was war das denn für ein Raum? Zentraler Forschungsbereich? Ach, das war der mit dem Transporter, ja. Orientierung, da. Hierhin kann ich dann gleich auch noch gehen. Da ist ja auch eine Dentium-lastige Dingenskirchen auf dem Weg zum Portal gewesen. So. Die Power, die Bombe hat man quasi gar nicht gehört. Das ist auch gut. Falscher Knopf. Moment, richtiger Knopf eigentlich. Ich muss
um in den Tempel zu kommen, erstmal geradeaus durch und dann nach links. Das heißt einfach nur gleich eine Etage nach oben. Okay. Ja, ich glaube, hier muss ich echt... Nee, da komme ich nicht so hoch, einfach. Ach ja, du wieder. Ist mir eigentlich egal. Wo ist jetzt mein... Ach, ist egal. So. Ach komm, ich probier's. Ich will wissen, wie ich da hochkomme. Das heißt, einfach mal gucken. Au. Fuck you. Ach, der äußerste Ring ist ja schon aus, okay. Oh, hier ist auch noch eine Geschichte, die ich lesen kann. Zweite Phase, Argon fällt. Ja. Dann... Kann ich das von hier aus schon scannen, was da hinten los ist? Oder ist... Ja, du bist fest, das ist okay. Nee, kann ich von hier aus nicht scannen, aber ich denke mal, da muss ich mit einer kinetischen Kanone durch, das heißt, es wird nichts. Gyrogenerator aus Betrieb. Dann gehe ich wieder hier hoch. Denn da war noch eine Tür, die mich zum Tempel führt. Und im Tempel wollte ich erstmal an den Viechern vorbei. Denn im Tempel muss ich wieder den ganzen Weg nach oben gehen. Ach, scheiße. Kann ich nicht irgendwie abkürzen? Hier so? Ja, kann ich. Wenn ich es hinkriege und nicht faile. So. Danke. Richtig gesprungen, dankeschön. So. Und... So. Und da rein. Dann bin ich auch schon wieder fast... Oh Gott, kann nicht da... Gut, ich versuch's nicht. So. Ey. Danke. Ich wollte da rein, ey. Alter. Ich laufe auch schon wieder nur in der Gegend rum und suche Ecken ab nach Upgrades. Aber das hier ist so ein verquerer Weg, hätte ich fast gesagt. So ein... Whoops. Ja, schön. Das tut's auch. So, hier lang. Und hier lang. Ach, wieso? Wieso machst du nicht einfach so? Versuche ich zu springen. Nein. Das. So. Flops. Ah, das ist ein Portal. Okay. Ey. Ups. Was will mir das Portal hier bringen? Da bin ich jetzt gespannt. Gucken wir doch mal. Gibt's hier aus dem Raum wieder einen Ausgang? Nee. Also keinen, an den ich rankommen würde. Oh, da ist ja offen. Hallo. Okay. Okay. Da, okay. Ja, jetzt sehe ich die Schiene auch gut. Zack. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier drüben. Und jetzt? What is going on here? Oh, hallo? Was machst du denn? Was bist du? Ein schwebendes Ing-Behältnis. Wichtige Objekte des Nestes auf. Nur durch Eliminierung lässt sich das voll. Okay.
Ah, Schlüssel. Hey, Moment. Moment. Die anderen Schlüssel konnte ich noch nicht kriegen. Ich war doch schon an zwei Orten. Wieso habe ich jetzt schon einen? Okay, gut. Ich bin viel zu früh hier. Ich sollte die Dinger noch gar nicht haben. Zack. Wow, das war knapp. Das sollte reichen. Und das sollte auch reichen. Samos. Wenigstens werde ich hier wieder rausgesetzt. Ja, okay. Ich will mich nicht beschweren, dann muss ich hier nicht mehr hin. Wenn ich dann später die Schlüssel suchen soll. Das hat mir jetzt nichts es hat mir nicht nichts gebracht, aber es hat mir spontan für mein aktuelles Vorankommen gar nichts gebracht. Um es mal einfach so zu sagen, wie es ist. Ey, wieso springe ich überhaupt? Gut. Ne? So geht's auch. Zack, Bums. Und durch. Jetzt will ich aber schauen. Ich komm doch garantiert darüber. Jawoll, ja. War zwar recht knapp, aber es hat gereicht. Naja. Gut, wo komme ich mit Powerbomben noch hin? Ich könnte ja tatsächlich... Nee, da komme ich noch nicht durch. Da hoch komme ich auch noch nicht. Dann... bleibt mir noch der Weg hier unten. Okay, also zurück. Das heißt... ich muss gleich rechts rum und dann wieder rechts rum. Rechts runter, rechts geradeaus. Gut. So. Ach, dann muss ich doch wieder so... Bums. Schön, dass die kinetische Kanone so unheimlich stark ist. Fast wie eine Screw-Attack. So, rechts, runter. Runter. Dann hier wieder rechts. Das war eine Dunkeltür und da hinten auf der anderen Seite war auch eine Dunkeltür. Aber da muss ich sowieso mit Spider-Ball hoch. Fuh. Danke. Und da hinten... was für eine Tür? Eine normale, okay. Ey. Da hätte ich auch eigentlich mit einer Bombe machen können. Und dann wieder... Moment. Das kann ich doch scannen. Nicht, dass es mir was bringen würde, aber das kann ich mir scannen. Ja. Schön. Bisschen Tralala und Fluff und so. Der Aufzug fährt ganz schön schnell nach unten. Ja. Gut. Nach da hinten. Please. Und eine Powerbombe zünden. Damit kommen wir nämlich hier weiter. Und da ist schon wieder so ein Ding. Wie ich dich liebe. Na? Hi, na? Oh, du drehst durch. Das ist gut. So. Welche Farbe hast du denn, mein Kleiner? Du hast Farbe Weiß. Das heißt, ich nehme Farbe Schwarz. Wie beim Schach. Weiß macht den ersten Zug, Schwarz gewinnt. Ey. 2, 3, 4, 5. Halt, umschauen. Wichtig.
Hier ist nichts Interessantes. Gut. Kann ich auch nicht raus, okay. Ich kann mal gucken, ob ich noch mal ein bisschen für Munition sorgen kann. Ja, kann ich. Und sogar für Leben auch. Zack. Oh, ja, stimmt, Teleporter war ja. Ach, Teleporter, ich sag immer Teleporter. Transporter. So. Nach oben, bitte. Nee, nach unten. Okay, dann nach unten. Ist mir auch recht. Wo führt denn der jetzt eigentlich hin? Ödlein von Argon, was will ich denn hier? Und vor allem, wo bin ich hier? Oh wow, das ist jetzt ein Scherz, Leute. Habe ich eine Powerbombe? Ja, ich habe sogar eine. Dann gucke ich mir das mal an. Ach, ich muss sowieso mit dem Morphball durch. Dann gucke ich mir das zumindest mal. Das bringt mir gar nichts. Das ist einfach nur ein Weg zum Ödland. Okay. Und tschüss. Wieder ein nutzlos Teleporter. Transporter, sorry. War denn hier noch irgendwo... Ja, hier ist noch was... Da kann ich noch hin. Das ist auch Dentium. Mal sehen... Sonst noch was? Da ist noch eine Supermissile-Tür. Da eine Darkbeam-Tür. Ja. Ich kann tatsächlich mal noch ein bisschen rumgucken hier. Also das da. Dann habe ich tatsächlich auch alles hier schon abgegrast, glaube ich. Gut, dann gehe ich links rum. Also... Linksrum, also rechtsrum. Wenn ihr versteht, was ich meine. Linksrum von hier aus gesehen. Rechtsrum, wenn ich jetzt hier lang gehe. Oh, das hat ihn getötet. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht, eigentlich schon. Spider-Ball-Schiene. Ist gut, da komme ich lang. Hier wollte ich jetzt wo raus? Ich wollte hier quasi geradeaus raus. Also Aufzug. Hoch. Und an zwei Türen vorbei und die dritte nehmen. Diese dort. Ja, wenn ich darf, danke. Hier ist auch noch Zeugs. Oh, die sind leicht kaputt. Und da ist eine Powerbombe. Direkt. Brauche ich hier nicht eine? Es muss ein alternativer Zugang zum Steuerbereich gefunden werden. Was war das? Demutgeschütz ist kaputt. Da ist noch... Ne, das war auch ein Demutgeschütz. Was? Irgendwie muss ich doch den Sand hier wegbekommen. Ich will es ja fast nicht probieren, aber... Ja, es hat nichts gebracht. Schön! Ach, scheiße. Powerbombe verschmissen. Yay, ich brauche Gegner, ich brauche Powerbomben. Ich habe eine Speicherstation gefunden. Das ist doch erstmal was wert. Ja, bitte speichern. Dann gehen wir doch hier weiter. Ich brauche trotzdem Gegner, weil ich eine Powerbombe brauche. Sind hier irgendwo Gegner? Nö, das war nur das Ding.
Metroids! Echte Metroids! Hi, na? Das war sehr schlau. Zack. Tschüss. Das gleiche mache ich jetzt mit deinen Kumpels auch. Ach, der Raum war das, okay. Und zack. Powerbombe, geht doch. Und zack. Bums. Und. Ey. Ey. Zack. Bums. Jetzt muss ich nur sehen, wie ich da rüberkomme am schlausten. Ich darf ja natürlich erstmal hier die Dinger wieder hoch machen. Nee, brauche ich nicht. Ist bei der Maschine. So, ey, noch. Samus, Mensch, Kindchen, was machst denn du? Zack und zack. So. Ja, das war die Sache hier. Ey, darüber. Danke. Oh, das war knapp. Das war auch knapp. Halt, 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 halt. Entweder ich gehe jetzt darüber oder ich gehe hier rüber. Ich guck erstmal hier, was da noch so vielleicht Hübsches ist. Ein Haufen nichts. Gut, ein ganzer Haufen nichts ist hier. Zack. Zack. Und zack. Ach so. Ja, ich muss doch erst das Ding betätigen. Na gut, dann machen wir das halt. Ne? Wo war hoch? Hoch war, glaube ich, links, oder? Außer bitte. Da. Ey. Ah, ist schon fast ganz oben. Muss ich nur eins ändern. Jetzt ist die Frage, was war abwärts und was war aufwärts? Das war abwärts. Gut. Gefunden. Ach so, das ist die Schiene. Ich habe mich gerade gefragt, was war das denn da? Aber das war die Schiene. Ey. Zack. 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 Wow, das war knapp. Zack. Wow, das war auch recht knapp. Zack. Und zack. Ah, jetzt macht's Sinn. Und zack. Sehr schön. Dann bitte einmal eine Supermissile. Und was haben wir jetzt hier drin? Oh wow. Oh wow, you serious? Wenigstens habe ich eine eine Powerbomb. In der Biolagerstation geht's dann weiter. Das heißt, den Raum hier kann ich quasi einfach hinter mir lassen. Ja, quasi einfach. Hey, geh da rein. Samus, danke. Dankeschön. Und dann kommen wir doch hier raus. So. Jetzt muss ich schauen. Das war klar. Hi. Hallöle. Ach komm, wisst ihr was? Ihr seid's mir jetzt egal. Und ich krieg sogar direkt eine wieder. Schön. Ich hab so das doofe Gefühl, dass da gleich noch einer ausbricht. Irgendwo. Oder auch nicht.
Ja gut, das war jetzt so einfach zugänglich, da sollte nicht mehr als ein Missile-Container drin sein. Aber hier ist auch sonst nichts weiter, ne? Nee. Du wirst garantiert jetzt auch befreit. Brichst garantiert auch aus. Ja, ist egal. Zack, zack, zack. Ey! Ach, Kanonen. Seid ihr wenigstens normale Geschütze, die ich schon kenne? Ja, ihr seid normale Geschütze, die ich schon kenne. Zack. Durch. Au. So, jetzt muss ich wieder gucken. Wo wollte ich als nächstes hin? Ich glaube, als nächstes wollte ich in die Lagerstation hier, ja, in die Förderanlage. Da gehe ich am besten links rum und dann zum Tempel hoch. Links rum zum Tempel hoch sieht gut aus. Bevor ich es vergesse. Was sagt die Dark World hier? Habe ich da noch irgendwas zu tun? Da ist ein Annihilator-Ding. Sieht nicht so aus, als hätte ich hier noch irgendwas zu tun. Ist zumindest alles schon offen. Ja. Gut, dann kann ich aber ruhig einfach hier durch. So. So, Delle. Hier kommen auch wieder Piratis. Nicht? Na gut, dann kommen hier keine Piratis. Da komme ich hoch. Das ist gut. Und da sind wieder Luftpiratis. Das ist mir irgendwie. Ihr seid normal, ihr seid normale Luftpiratis. Das ist mir egal. Dann gehe ich nämlich hier rüber. Ja, bla. Oh Gott, Sturzsegler. Einfach Streufeuer. Sperrfeuer meine ich. Ey, sag mal. Hey, genau auf Null. Und dann einmal hier durch. War doch links lang, ne? Ja, ich glaube schon. Das machen wir noch hier in dem Part und danach ist auch schon wieder Sense. Das ist doch klasse. So. Ah, danke. Jetzt möchte ich, glaube ich, bitte erstmal alle potenziellen Gegner eliminieren. Oh, sogar ein Wurm. Und die Dinger. Ein Wurm hier ist mir neu, aber okay, nehme ich hin. Ist in Ordnung. Das, da habe ich kein Problem mit. Hey, der Wurm kann ja nicht viel. Und dann schnapp ich mir noch euch kleine Kurzdinger. Krieg ich überhaupt Schaden davon? Ja, jetzt schon. Yep, gut. So, du warst aus Dentium. Das weiß ich doch noch. Und hier war irgendein Upgrade. Ein Missile-Container. Schön. Ich gehe dann mal wieder Richtung. Gott! Ernsthaft! Gut, das war ein Exkurs ins Nichts. Wir haben drei Missile-Container bekommen. Wow! Also, ich weiß ja nicht, ob ihr es jetzt schon mitbekommen habt, aber. Ich hab genug Missiles! Ah! Gott! Mann! Doof! Ich hätte es eigentlich wissen können. Ich hätte es ganz ehrlich wissen können.
Moment. Da geradeaus durch und dann nach links hoch, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns hier an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Bis denne dann und see ya.